Wir checken noch schnell das Video von meinem Brudi Dave aus und dann gehen wir rein in Pogwas, Leute. Let's go. 160 verschiedene Währungen in ca. 195 verschiedenen Ländern. Es ist also kein Geheimnis, dass 10 Euro super unterschiedlichen Wert in verschiedenen Ländern haben. Aber richtig. Wie sieht das konkret im Vergleich aus? Wie unterscheidet sich das Leben und was bekommt man für 10 Euro in Deutschland und was in Burundi, Afrika? Hallo, ich bin Dave und ich bin innerhalb von 2 Sekunden nach Afrika geflogen, habe da 10 Euro ausgegeben. Lasst es uns gemeinsam herausfinden. In Burundi? Wie kommt der auf Burundi? Burundi, no front, das letzte Country, an das ich denke, wenn ich von Afrika höre. Vorweg, mir ist absolut bewusst, dass wir als reiche westliche Länder dazu beitragen, dass dieser Unterschied so extrem ist. Natürlich haben aber auch innenpolitische Entscheidungen der Länder und viele andere Faktoren Auswirkungen darauf. In diesem Video... Ressourcenungleichheit, klimatische Bedingungen, topografisch... Es geht nicht darum, das Ganze zu bewerten oder so. Ich möchte einfach nur den Stand der Dinge verdeutlichen und es euch bewusst machen. Ich habe ein paar Links in die Videobeschreibung gepackt, bei denen ihr vielleicht ein bisschen mehr Infos dazu bekommt, wie das Ganze so zustande kommt. Der Plan war einfach. Ich brauchte jemanden, der in einem Land... Gibt's einen Among Us Map-Trailer? ...mehr wert sind. Mit ein wenig Suche konnte ich Colin finden, der in Burundi lebt. Also habe ich mich mit ihm in Verbindung gesetzt und wir haben das Ganze festgemacht. Ich sende ihm 10 Euro, was umgerechnet zum Zeitpunkt der Aufnahme ca. 22.000 Burundi-Franken waren. Wir beide zeigen, was wir für ein Frühstück, Mittag und Abendessen mit diesem Geld kaufen können und was vielleicht sonst noch so möglich ist mit dem verbleibenden Geld. Krass, ich stelle dir aber die Frage, geile Idee. Wie habe ich das Geld sicher um die halbe Welt geschickt? Nicht, weil ich Colin nicht vertraue, sondern weil im Internet viele Gefahren lauern. Hier kommt CyberGhost ins Spiel. Ihr wisst wahrscheinlich bereits, dass ihr beim Surfen... Ach, Dave, komm. Dave, ich gönn's dir, wirklich, aber ich will's jetzt nicht gucken. 81% auf das 3-Jahres-Abo. Danke, Dave, danke. Den Support und jetzt viel Spaß mit Danke, dir. Dave. Und das Tanken meines Rollers gereicht und damit war ich super happy. Ich habe früher alles in Stundenlohn umgerechnet, also bevor ich mir was gekauft habe, habe ich umgerechnet, wie viele Stunden ich dafür arbeiten muss. Mittlerweile ist das leider nicht mehr so und ich gebe, ohne mit der Wimper zu zucken, 10 Euro pro Mahlzeit jeden Tag aus. Safe. Der Luxus und Same. Die Bequemlichkeit haben mich eingeholt. Breakfast time, guys, and I'm gonna lie, but since last night I haven't eaten yet. I got home late. By the time I go home, they had already finished the food, so now I'm like super hungry. I'm wie geil die Videoidee. I'm gonna have my breakfast, so let's hurry. Mit 10 Euro hat Colin in Burundi die Möglichkeit, jede Mahlzeit außer Haus zu essen. Und für Krass. Was er sich entscheidet und wie viel das Ganze gekostet hat, zeigt er uns jetzt. So here we got meat bread. My favorite food, sambusa or samosa. Ah, samosas sind so lecker. And this delicious cake. Yeah, and we got this amazing strawberry juice. Für 4.500 Burundi-Franken oder umgerechnet 2 Euro konnte Colin also ganz entspannt beim Bäcker frühstücken und sich richtig gönnen. Ich in Geil. Deutschland kann natürlich nicht wie sonst auf dem Weg ins Büro beim Bäcker halten und mir irgendein belegtes Brötchen und einen Kaffee für 5 bis 7 Euro kaufen, weil dann wäre nicht mehr genug Geld für Mittag yeah. und Abendessen da. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, warum ich das morgens schon immer mache. Ich könnte mir auch einfach die Zeit nehmen und frühstücken. Pepper Tea, dankeschön. Pepper Thai und FR, und der Luxus haben mich wirklich dankeschön, einfach so sehr eingeholt, dass ich selbst mein Frühstück nicht mal selber... zubereite. Ich habe mich für ein All-Time-Classic entschieden, Porridge mit Apfel. So komme ich natürlich super günstig weg und habe dann im Laufe des Tages die Möglichkeit, irgendwann mehr auszugeben und mir irgendwas zu gönnen. Aber schon verrückt zu sehen, dass ein paar tausend Kilometer Entfernung so einen Unterschied macht. Es ist krass, ich fange ja, jetzt ja. parallel vielleicht sogar schon an, mein Mittagessen zu kochen, weil das kann ich natürlich auch nicht bestellen. Wir haben keine Küche im Büro, also muss ich mich morgens schon darum kümmern, der das fertig Boss. Zu machen, um es mit ins Büro zu nehmen. Während ich mich nach dem Frühstück direkt auf den Weg ins Büro mache, da ich durch Corona-Maßnahmen in Deutschland quasi nichts anderes machen kann und meine Tage momentan immer ziemlich gleich ablaufen, sieht es bei Colin schon ganz anders aus. What a delicious breakfast. So now with my friend we're gonna take a bus to downtown. There's many street vendors right there. We'll see what we can get. Colin macht sich also auf den Weg in die Stadt, um ein bisschen shoppen zu gehen. Ich brauche natürlich chillig, gar nicht Digga. Drüber nachdenken. Zum einen wegen Corona und zum anderen, weil ich natürlich nicht genug Geld dafür habe. Digga, what the fuck? A street vendor who says some sunglasses nearby and I really need it. The sun hits me in the eyes and I can't see clearly. Digga, da geht erstmal dick shoppen auf Daves Nacken. Mashallah. Neben der Sonnenbrille, die ca. 1 Euro gekostet hat, kauft Colin auch noch ein Armband für denselben Preis. Das ist völlig verrückt und für uns wahrscheinlich komplett unvorstellbar, weil selbst wenn wir irgendwelche günstigen Brillen bei irgendeinem Stand in der Stadt kaufen würden, wäre das auf mindestens jeden Fall ein Fünfer, Zehner, safe. This climate made me want to cool off and what better than a good ice cream? What can I say, guys? Just so delicious and fresh. Oh, sieht richtig gut aus. Absolutely. A pure heaven. Ist crazy, wenn man sich halt mal vor Augen hält. Stimmt, die tragen alle keinen Mundschutz da, das ist crazy. Dass man sich vor Augen hält, was 10 Euro für einen Unterschied machen, ne? Was das da für ein
dicken Impact hat. To the Central Park. We're gonna take a bus. It's a beautiful place over there. You will see it. Während ihr hier seht, wie sich Colin auf den Weg in einen Park macht, wollte ich nur kurz sagen, dass ich super happy bin, einen Placement-Partner für dieses Video gefunden zu haben, weil ich Colin so noch sehr, sehr krass für seine Mühen bezahlen kann, was mich echt freut. And here geil, it is, geil, geil, geil. Nice, Dave. Central Park. Bei mir wäre es kostenlos gewesen, ich vermeide es aber gerade jetzt kurz vor Weihnachten extrem unnötig nach draußen zu gehen, da ich gerne meine Oma und weitere Angehörige zu Weihnachten sehen will. Deswegen beschränkt sich mein Entertainment den ganzen Tag aufs Internet. Und hier ist mir nochmal was bewusst geworden. Klar, ein internetfähiges Gerät Netflix und so kosten Geld, auch nicht gerade wenig. Wenn man diese beiden Komponenten aber hat, sind die Entertainment-Möglichkeiten nahezu unbegrenzt. Alle Standard-Social-Media-Plattformen sind kostenlos und bieten wirklich unbegrenzten Content. Man kann gar nicht so viel schauen, wie jeden Tag online kommt. Es ist möglich, sich weiterzubilden, neue Dinge zu lernen, einfach nur irgendwelche Sendungen zu schauen oder sogar kostenlos true. Zu zocken. True, wenn man true, mal true. Darüber nachdenkt, was für Möglichkeiten wir haben, ist es wirklich unglaublich. Und weil ihr dieses Video hier gerade seht, erfüllt ihr wahrscheinlich beide Komponenten, also internetfähiges Gerät und Internetzugang. Mhm. Wenn man mal so drüber nachdenkt, ist es wirklich verrückt, in was für einer Zeit wir leben und was für Möglichkeiten wir haben. In Burundi ist es ja nicht so. Es wäre potenziell möglich, mit einem Handy einfach ein Business aufzuziehen, und die hat jeder von euch, wenn ihr dieses Video gerade sehen könnt. Ja. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit dem Mittagessen. Now it's lunchtime. And there is a good restaurant nearby. Let's go there and see what we can get. Oh, what, bro? Guys, look what das we sieht so gut here. Aus. Meat, fries and salad. Mm. Oh, guys, my stomach is full. I don't think I'm gonna have dinner tonight, but instead of having dinner, I have another great idea. See you tonight. Bevor wir okay. aber sehen, was Colin okay, für den okay, geplant okay. hat, erstmal zu meinem Mittagessen. Für 2 Euro. Fange ich jetzt einfach schon an, mein Mittagessen zu machen. Aus den eben genannten Gründen kann ich natürlich nichts bestellen und das auch nicht im Büro machen, also muss ich mich morgens. Was kocht der geile Dave? Aber das ist kein Problem. Ja, komm, weg da. Ich habe mir das Ganze hier schon mal vorbereitet. Mittagessen freue ich mich immer meistens. Pasta-Salat. Da gönnen Max und ich uns auch eigentlich immer richtig. Dass das jetzt so aussieht, ist die letzten 3 Monate nicht mehr vorgekommen, weil wir halt immer bestellen. Ja, ja, ja. Kann. Jeden Tag schallert der hier Donuts raus, insane. Vielleicht auch für die nächste Zeit, denn eigentlich will ich nicht mehr so viel bestellen. Mhm. Und auch im Vergleich zu Colins Mittagessen stinkt das hier deutlich ab. Colin saß im Restaurant, hat 3 Sonne gehabt. Sachen auf seinem Teller gehabt, also bei ihm sah es nach einem absoluten Traum aus. Dave, was ich komplett rede vergessen nicht so viel. Habe, wenn ich heute Abend beim Abendessen nicht komplett auf den Putz haue, dann kann ich mir das hier jetzt genehmigen. Das ist sehr nice, aber das ist eine der Sachen, für die ich super viel Geld ausgebe. Davon trinke ich Mate. Vielleicht 3 am Tag oh, und so. Wenn ich im Kiosk kaufe, sind das 6 Euro. Ich will wissen, was der macht. Okay, guys, so now I'm at this nice place here with some friends. We wanted to come here because there is a special Saturday party and we wanted to have some fun also. Oh, jetzt gibt's nochmal eine Runde Bier für alle. Wie geil. Nice. Oh, die sind in den Club gegangen. Die machen einfach Fortnite-Dances. Let's go. Geil. Und auch zum Abendessen wieder nichts, was besonders ist. Nichts, was es fancy ist, schon ist und krass. Nichts, was ich bestellt habe. Aber genau das schlechteste. Schon ein krasser Unterschied. Dave, ich kann mir deine Stimme nicht länger anhören. Das tut mir leid, ich liebe dich, Bruder, aber das, du redest mir zu schnell. Ich komme nicht klar. Ich bin saumüde, Alter.